Aber gut. Können wir nicht ändern. Ja. Ist irgendwo anders vielleicht was aufgegangen? Und wo könnte es noch weitergehen? Nur hier unten. Und die Tür müssen wir gar nicht öffnen, weil es nur hier eine Abkürzung ist, okay? Ja, dann würde ich mal sagen, wir laufen nach Süden. Also südöstlich und dann da wieder runter durch den Schnörkel. Und gehen da die Wände ab. Südwestlich. Dann einmal links rum. Gleich wieder links rum. Und hier jetzt südlich halten. Und einfach mal in die Nischen wieder reinlaufen, in der Hoffnung, dass da neue Skelette sind. Oder Gerogon irgendwas ins Inventar bekommt. Schaut aber nicht so aus. Ne. So, ist das schon die Südwand? Ich glaube nicht. Genau, noch ein Schwank. Doch, das ist die Südwand. Okay, die beiden haben wir gerade gecheckt. Die auch. Fehlt nur noch das da, die fünf Felder. Meine Hoffnungen schwinden langsam, muss ich gestehen. Okay, Talana, stell dich mal hier hin. Zauber, Hellsicht, Penetrezel. Ignum et lapis. Jupp, da geht's definitiv weiter. Das heißt, hier ist irgendwo ein Durchgang. Nur wo? Und wie benutzt man ihn? Hier war schon mal nichts, okay. Wenn, dann fällt bisher nichts auf. Aber das will ja nichts heißen. Oh. Gwen untersucht die Wand. Und entdeckt tatsächlich nach kurzem ein großes Schloss, für das ein sonnenförmiger Schlüssel gebraucht wird. So wie die Teile von dem Amulett, das wir gefunden haben. So zufällig. Gottverdammt. Oh. Und da ist das Geld wieder. Okay, wir müssen also schneller sein als letztes Mal. Leichter gesagt als getan. Wir wissen ja nicht genau, wo die Dinger sind. Nee, du sollst nicht fliehen. Ja, steht da extrem ungünstig. Computerkampf. Wollen den Kampf mal berechnen lassen? Ja, oh, okay. So, erstes Teil haben wir gleich. So, wer hat das Teil? Sie hat das Teil. Gerogon, du hast jetzt ein Teil davon. Karte. Karte sagt, hier ist einer. Okay, wir gehen nach Westen und untersuchen die Nischen. Westen, Nischen gucken. Nope. Nope. Warte mal, ziemlich sicher, dass hier irgendwo noch einer war. Da geht's Richtung Tür, da glaube ich nicht. Aha, Nummer 2. Wieder Kampf berechnen, keine Magie. Oh, Helen sieht gar nicht gut aus. Dafür sparen wir hoffentlich etwas Zeit. So, Heiltrank. Heiltrank für Helen. Trotzdem werden wir den nächsten Kampf nicht mit Dingens. Oh, aber vielleicht müssen wir doch getrennt voneinander aufbewahren. So. Aber ja, nächsten Kampf sollten wir definitiv nicht Computerkampf benutzen. Sonst fällt sie uns einfach um. Das wäre nicht so schön. Also gut, merke.
Da einer, da einer. Jetzt hier oben gucken. Also nach Osten. Zweite Abzweigung links. Hier. Und jetzt stöbern. Stöbern. Einfach alles ab. Genau, Nummer 3. So. Am besten irgendwie Helen ausmanövrieren, dass sie da nicht wegkommt. Das schafft sie trotzdem, okay. Du dahin, du vor Helen. Du versuchst hinterher zu laufen. No. Du dahin. Sichern. Sichern. Hau. Du. Da. Und jetzt müssen nur noch hier oben dran kommen. Genau. So. Dann läuft er drauf. Und er verletzt sich selber. Nee. Au. Das fühlt sich garstig an. Das allerdings auch. Angriff hinab. So, Nummer 3. Wer hat's? Du hast noch eine alte Glasflasche wegwerfen. So, 1, 2, 3. Weiter. Karte. Also. Da ist einer, da ist einer. Da ist einer und jetzt irgendwo hier in der Nische. Also rechte Wand entlang. Rechte Wand entlang. Hier lang. Gwendolyn braucht auch bald einen Heiltrank. Nix, nix. Komm. Go, 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 go. Nix. Gib mir eine Nische mit einem Skelett. Bevor die Teile verschwinden, dieses komische Schwiru-Geräusch kommt. Nix. Oh, sehr schön. So. Da lang. Du sicherst. Du, ja. Sicherst eigentlich auch. Du stürmst in den Nahkampf. Du dahin. Du läufst hinterher. Au! Nicht Helen tothauen, das ist nicht schön. Genau, schön den Skelettkrieger ablenken. Sieht nicht gut aus bei ihr. Kriegt auf jeden Fall nochmal einen Heiltrank. Eventuell sogar so einen ganz guten. Sichern, sichern. Alte Option. Alte Option. Und sehr schön. Wir haben das Metall. Wo ist das doofe Metall? So, jetzt alle zusammen auf einen. Wo Platz ist? Hier ist Platz. Du hast 3. Du hast 4, verdammt nochmal. Kann nicht benutzt werden. Was? Wie jetzt? Zaubersprechen. Nein, nicht du. Du. Zaubersprechen. Bewegung. Transversales. Zu der. Kann man es aber dahin teleportieren? Nein. Aber hier war irgendwo die Vertiefung. Wo war die Vertiefung? Komm, denk nach, denk nach, denk nach. Ich glaube, die war hier. Ja, komm. Transversalis Teleport. Und südlich Wand. Gott sei Dank. Gwendolyn untersucht die Wand und entdeckt tatsächlich ein Schloss mit einem sonnenförmigen Schlüssel. Hier, die Amulette, ruft Mürrim aufgeregt, kramt sie zusammen und fügt sie zu einem sonnenförmigen Schlüssel.
der tatsächlich in das Schloss passt. Kurz darauf tut sich vor euch ein schmaler Durchgang auf. Also. Was kommt jetzt? Oh, Kultisten. Sogar relativ viele Kultisten. Und wir haben vergessen, Helen den Trank zu geben. In der ganzen Aufregung. Das ist nicht so schön. Zauber. Kamm blitzt dich find auf Helen? Ja. Fulmen Tekeda. Sorry, aber du baust sonst nur Mist. So, Tirik. Greif den Kultisten von der Seite an, damit Gerugon ihm gleich von der anderen Seite helfen kann. Und Gwenden hält 4 Kultisten alleine auf so lange. Das ist derweil der Plan. Okay, Yallen kann auch noch ein bisschen helfen, aber meh. So, du den da. Kleinen Vieh zuerst. Ich hoffe mal, es kommt keine Verstärkung, dann hätten wir ein Problem. So, du auf den. Du auf den. Genau. Wir haben 21 Pfeile. Ich glaube, wenn wir sie jetzt nicht benutzen, dann haben wir ein Problem. So, du hau den. Attackpatzer, sehr schön. Du lauf mal zu dem da hinten. Du hau den. Und kaputt. Oh, die sind doch nicht so zäh, die Krieger. Okay, dann kann Talana gleich wieder zurückgehen und sie hört auch mit den Pfeile schießen. Ich dachte, diese silbernen Leutchen werden wesentlich schwächer. Stärker. So, du gehst gleich wieder zurück. Hast dich gerade umentschieden, als der erste tot umgefallen ist. So, du auf den. Du auf den. Du bleibst da stehen und haut den. Und demnächst müsste Helen auch wieder aktiv werden. Müssen wir vorsichtig sein. Sichern. Angriff auf den. Komm schon. Direkt. Genau. So, Helen greift ein. Blockiert somit den Weg, das heißt, Talana muss gleich weg da. Genau jetzt. Ist am besten so, dass hier auch direkt im Weg steht. So, warte mal, du kannst. Er ist zu weit weg. Du bleibst da stehen, haut ihn an. Der flieht, sehr schön. Räuberhauptmann, direkt vor Helen. Das ist nicht gut. Zaubern. Kampf. Blitz dich find auf Räuberhauptmann. Und klappt, sehr schön. Du bleibst da. Du läufst Richtung Räuberhauptmann. Und da ist Yallen. Okay, dann lauf da hin. Du lauf dahin. Sichern. Du dahinter, angreif den Hauptmann. Und er ist abgelenkt, sehr schön. Also, er ist eh geblendet, aber sicher ist sicher. So, du dahin. Und jetzt müsste das eigentlich einigermaßen gedeichselt sein. Genau. Du Hauptmann. Hält sich Füße still. Hauptmann. Der dürfte auch nicht mehr lange stehen bleiben, der Hauptmann. Und dann kann sich der Rest auf die 2 bei Gwendolyn stützen. Angriff, Hauptmann. Genau. Sichern, sichern, sichern. So, du dahin.
bleibst genau da stehen, haust weiter. Du gehst dahin und haust ihn in den Rücken. Und du in die Seite der nächsten Runde. Und Helen kann jetzt gar nicht eingreifen. Beziehungsweise wird versuchen, da hinten hinzulaufen. Aber das dauert. So. Angriff, Kultist. Kultist ist tot. Sichern. Sichern. Draufschlagen. So, Todesstoß. Und vorbei. So, zuallererst Helen. Superheiltrank. Heiltrank. Gluck, 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 gluck. Du kannst weg. Ein normaler Heiltrank. Gluck, gluck, gluck. So. Also einen Superheiltrank haben wir. Gegenstand wegwerfen. Noch einen Superheiltrank haben wir. Das heißt, der hier sollte schon mal zu dir rüber. Kannst du einen Trank haben, während du den Drachentöter hast? Nein. Okay, behalte ihn mal da. Ein normaler Heiltrank. Den sollte wer trinken? Gwendolyn selber. So. Wegwerfen. Ja. Talana hat fast keine Astralenergie mehr. Jedenfalls für ihre Verhältnisse. Also trinkt sie den letzten Zaubertrank. Und schmeißt die Flasche weg. So. Und jetzt sollten wir uns erstmal sichern und dann schauen wir gleich weiter, was noch hier auf uns so wartet.